Seid gegrüßt. Wir reagieren heute zusammen auf das neueste Pressestatement von Sarah Wagenknecht. Erstmal ein Hinweis in eigener Sache. Es könnte sein, dass die Kommentarfunktion bei YouTube unter diesem Video hier, dass sie deaktiviert ist. Das ist nicht meine Schuld, sondern YouTube macht so etwas automatisch. Daran kann ich auch nichts ändern. Ich habe schon in Einstellungen nachgeguckt. Also ja, die Zensur schreitet voran und sei es nur im Kommentarbereich. Ich hoffe, dass dem nicht weitere Maßnahmen gegen meinen Kanal folgen werden. So, fangen wir aber mal an mit dem, was Sarah Wagenknecht uns in ihrem neuesten Pressestatement mitzuteilen hat. Und ich möchte natürlich anfangen und ein bisschen was zu dem 12-Punkte-Papier zur angeblichen Beschleunigung der Wirtschaftswende der FDP sagen. Ja, also das Beste, was man über dieses Papier sagen kann, ist, dass es vielleicht zwar nicht die Wirtschaftstätigkeit beschleunigt, aber das Ende der Ampel. Und das wäre doch das Beste, was die FDP für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes beitragen könnte. Nämlich diese unsägliche Regierung, die Deutschland zum Schlusslicht unter den Industrienationen gemacht hat, die dazu beigetragen hat, dass bei uns die abwandern, dass die Investitionen auf Niedrigstand sind, dass sich schon inzwischen sehr, sehr viele Menschen, gerade in der Industrie Beschäftigte, Sorgen um ihren Arbeitsplatz machen müssen, dass diese Regierung möglichst bald ein Ende hat. Das könnte durch dieses Papier beschleunigt werden. Allerdings weiß man nicht. Alle kleben am Sessel, alle kleben am Mandat. Man kann Herrn Lindner nicht oft genug an seinen legendären Spruch erinnern, lieber nicht regieren als schlecht regieren. Inzwischen ist das leider zum Umkehrschluss geworden. Er regiert jetzt schon lange schlecht. Also hoffen wir mal, dass nachdem, wie das so schön zusammengefasst wurde, die Scheidungsurkunde eingereicht wurde, jetzt nicht noch ein Trennungsjahr eingehalten wird, denn das kann sich unser Land wirklich nicht leisten. Inhaltlich kann man zu dem Papier nur sagen, ja, das stehen auch ein paar Punkte drin, die tatsächlich nicht falsch sind. Ein großes Thema, zumindest in den Sonntagsreden der FDP, ist ja der Bürokratieabbau. Wir haben vor einiger Zeit mal beim Statistischen Bundesamt nachgefragt, wie es denn so um den Bürokratieabbau in unserem Land steht. Und die Zahlen, die wir da bekommen haben, waren sehr, sehr einprägsam. Es hat noch nie so viel Bürokratie und so viel bürokratische Kosten für die Unternehmen und überhaupt für die Volkswirtschaft in Deutschland gegeben, wie aktuell. Während die Kosten, die durch Bürokratie verursacht werden, im Jahr 2018 immerhin noch bei 50 Milliarden lagen, waren es Anfang 2024 66,5 Milliarden. Also das zum Bürokratieabbau der FDP-beteiligten Ampelregierung. Also hier ist tatsächlich viel zu tun, aber man kann nicht davon ausgehen, dass diese Gurkentruppe, die uns da regiert, das irgendwie auf die Reihe bekommen. Ansonsten hat die FDP mit diesem Papier sich auch mal wieder oder ihrem Ruf als Klientelpartei der Kaltherzigen mit besonders großem Geldbeutel diesen Ruf alle Ehre gemacht. Man muss ja wirklich sagen, also wer davon ausgeht, dass jetzt das Wohl der deutschen Volkswirtschaft davon abhängt, dass Menschen, die mehr als 100.000 Euro im Jahr verdienen, steuerlich entlastet werden, das sind ja diejenigen, die jetzt noch voll den Soli zahlen, wer das glaubt, der hat irgendwie nicht verstanden, woran es zurzeit hakt und was die Sorgen sehr, sehr vieler Menschen sind, die ja nun über 99% nicht 100.000 Euro im Jahr nach Hause tragen. Im Übrigen hat das Finanzministerium ja selbst letztens Zahlen veröffentlicht, nach denen die Einkommenssteuerbelastung in den letzten Jahren tatsächlich gesunken ist, gerade auch für Spitzenverdiener. Im Grunde für alle Verdiener, das merken die Menschen nur deshalb nicht, weil gleichzeitig die Abgaben und vor allem die indirekten Steuern, die Verbrauchssteuern massiv erhöht wurden, ja auch gerade zu Anfang dieses Jahres wieder mit der Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Gas, auf Fernwärme, auf gerade auch Gastronomiebetriebe und Gastronomieleistungen, auch viele andere Abgaben, der CO2-Preis ist erhöht worden. Also die steuerliche Belastung der Bürgerinnen und Bürger, die ist gestiegen. Die Einkommenssteuer allerdings, da ist tatsächlich hat sich etwas vermindert und das privilegiert natürlich vor allem die viel Einkommenssteuer zahlen müssten, nämlich die, die eigentlich mit am meisten verdienen. Ja, hier hat Wagenknecht völlig recht und um hier nochmal den ökonomischen Grund anzuführen, warum Senkung der Einkommenssteuer für hohe Einkommen, warum die Wirtschaft nicht anschieben. Ganz einfach, Leute mit hohem Einkommen, die haben eine entsprechend geringe Konsumquote, beziehungsweise die haben eine besonders niedrige marginale Konsumquote. Die
wenn man denen jetzt mehr Geld gibt, durch Steuersenkung beispielsweise, dann konsumieren sie dieses Geld nicht, sondern sie legen es auf die hohe Kante, um davon später irgendwas zu kaufen oder um es an ihre Kinder zu vererben. Wenn man hingegen die Steuern für niedrige Einkommen senkt, also beispielsweise die Konsumsteuern, die CO2-Steuer zum Beispiel, oder die Steuern auf Diesel und Benzin, wie es das BSW ja auch fordert, dann haben die Leute direkt mehr Geld in der Tasche, was sie mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch verkonsumieren werden. Wenn jemand, der nur Mindestlohn bekommt, wenn der niedrigere Steuern zahlen muss, dann wird er das, was er mehr in der Tasche hat, auch sofort beispielsweise im Supermarkt ausgeben oder im Restaurant, eben weil er nicht so viel Geld hat. Jemand, der viel Geld hat, der gibt das nicht so schnell aus, sondern der spart ja eh schon einen höheren Anteil seines Einkommens und wenn er mehr Geld bekommt, dann wird er das wahrscheinlich auch größtenteils sparen. Und Geld, was nicht ausgegeben wird, nun, das schiebt den Wirtschaftskreislauf nicht an. Die wirtschaftliche Produktion ist so hoch wie die gesamtwirtschaftliche Nachfrage. Und wenn nicht mehr nachgefragt wird, dann wird auch nicht mehr produziert. Das heißt, dem Wachstum würde man durch Steuersenkungen bei kleinen und mittleren Einkommen am meisten helfen. Und ja, dem Soli, den zahlen kleine und mittlere Einkommen nicht mehr. Deswegen würde das denen so gut wie gar nicht helfen. Also man müsste beispielsweise die CO2-Steuer, die Mehrwertsteuer, die Steuern auf Diesel und Benzin oder andere Konsumsteuern, also es gibt ja zig Bagatellsteuern, Schaumweinsteuer, Kaffeesteuer, also die könnte man komplett abschaffen oder stark senken und damit würde man die Wirtschaft tatsächlich anschieben. Also mit einer Abschaffung des Soli würde man letztlich gar nichts groß verändern. Aber die FDP fordert natürlich die Abschaffung des Soli, da sie halt Politik für hohe Einkommen machen will. Besonders perfide allerdings an dem Paket und an den Vorschlägen der FDP ist in meinen Augen oder in unseren Augen das Vorhaben, Menschen, die 45 Jahre lang geschuftet haben, jetzt noch um einen Teil ihrer Rente zu bringen und diese Renten auch noch zu kürzen. Man kann das nicht oft genug sagen, es gibt in Deutschland keine Rente mit 63, die gab es mal. Es gibt einen vorzeitigen Renteneintritt, und zwar 2 Jahre vor dem regulären Rentenalter für Menschen, die 45 Jahre gearbeitet haben. Da das reguläre Rentenalter sich in Richtung 67 bewegt, heißt das irgendwie, dass die Menschen eben dann perspektivisch mit 65 in Ruhestand gehen dürfen, wenn sie 45 Jahre gearbeitet haben. Selbst das ist Herrn Lindner noch zu viel. Und das in einer Situation, wo wir in Deutschland eine wachsende Altersarmut haben, wo wir in Deutschland 10 Prozentpunkte weniger Rentenniveau haben als im Durchschnitt der EU. Und wo, das sind auch Zahlen, die uns ja zur Verfügung gestellt wurden auf einer Anfrage, knapp die Hälfte aller Rentnerinnen und Rentner in Deutschland mit einem Nettoeinkommen von unter 1250 Euro klarkommen müssen. Nettoeinkommen heißt also alle Einnahmen zusammengerechnet, auch das, was sie dann noch an Betriebsrenten und Sonstigem haben. Das heißt, wir haben hier wirklich nicht die Situation, dass die Rentnerinnen und Rentner in Deutschland besonders gut leben, sondern das Gegenteil ist der Fall und insoweit ist das eben wirklich ein unglaublicher Vorschlag, jetzt ausgerechnet bei den alten Menschen, ausgerechnet bei denen, die oft auch körperlich sehr schwer gearbeitet haben, das sind ja meist diejenigen, die 45 Jahre dann auch eingezahlt haben, ausgerechnet bei denen noch zu kürzen. Also alleine dafür hätte die FDP schon verdient, aus dem nächsten Bundestag herauszufliegen. Ich hoffe, dass zumindest bei der Europawahl die Menschen sich überlegen werden, dieser Partei noch ihr Kreuz zu geben. Auch beim Bürgergeld. Hat Wagenknecht völlig recht. Also die FDP macht Politik gegen die Rentner. Warum macht die FDP das? Wenn die Leute einige Jahre länger im Job bleiben müssen, dann müssen die Arbeitgeber keine Rente akquirieren, dann müssen sie keine höheren Löhne zahlen, dann müssen sie keine teuren Ausbildungen bezahlen. Das heißt, die Arbeitgeber sparen Geld und die Rentner schuften länger. Also die FDP macht hier Politik für die deutschen Unternehmer. Zu Lasten der deutschen Rentner. Also das ist ziemlich klar. Beziehungsweise, wenn die Leute nicht mehr bis 67 arbeiten können und früher in Rente gehen können, dann bedeutet das, wie Wagenknecht eben völlig richtig gesagt hat, effektiv eine Rentenkürzung. Das heißt, die FDP sorgt dafür, dass die deutschen Rentner entweder weniger bekommen, also aus dem Rentensystem weniger Geld entnommen wird, aber dafür mehr Leute Armutsrenten haben, oder sie sorgt dafür, dass die Leute länger arbeiten und die Arbeitgeber sie länger ausbeuten können. Also das ist die Politik der FDP. Geld muss man natürlich sagen, ja, es gibt Missbrauch beim Bürgergeld, das stimmt, das empört auch viele Menschen. Es gibt einige, die sich eingerichtet haben in einem Modell Bürgergeld plus Schwarzarbeit, wo sie tatsächlich besser stehen als mancher, der Vollzeit arbeitet. Allerdings das, was die FDP hier vorschlägt, geht am eigentlichen Thema vorbei, weil diese sogenannten Totalverweigerer, da reden wir über 0,4%
der 3,9 Millionen Bürgergeldempfänger in Deutschland, 0,4%. Also wer sagt, dass wir dadurch große Summen einsparen können, der macht den Leuten etwas vor, der verkauft sie auch wirklich für dumm. Wenn man will, dass sich Leistung wieder lohnt, wenn man will, dass sich ehrliche Arbeit wieder lohnt, dann sollte man lieber den Mindestlohn erhöhen, zum Beispiel auf 14 Euro. Und man sollte Niedrigverdiener von Steuern und Abgaben entlasten. Das wäre der deutlich bessere Weg. Das ist ja absolut richtig. Sorry, dass ich hier so häufig unterbreche. Aber wie gesagt, Steuersenkung für kleine und mittlere Einkommen, vor allem durch die Senkung bzw. Abschaffung von Konsumsteuern. Und das sind die wichtigsten Punkte, die kleinen und mittleren Einkommen am ehesten helfen würden, die dafür sorgen würden, dass mehr Leute arbeiten gehen und nicht mehr Bürgergeld beziehen. Und noch einen dritten Punkt, den möchte ich hier ergänzen, Vollbeschäftigung. Der deutsche Staat hatte früher mal das Ziel, Vollbeschäftigung zu erreichen, beziehungsweise einen hohen Beschäftigungsstand. Das hätte er theoretisch immer noch. Das hat die Bundesregierung 1967 mal ins Stabilitäts- und Wachstumsgesetz geschrieben. Na, daran hält sich leider keine deutsche Bundesregierung seit Mitte der 80er Jahre mehr. Also früher haben deutsche Bundesregierungen tatsächlich noch versucht, möglichst viel gesamtwirtschaftliche Nachfrage herzustellen durch eine entsprechende Steuerpolitik, durch staatliche Investitionen. Aber ja, mit dem Siegeszug des Neoliberalismus hat man gesagt, steht zwar im Gesetz, aber ist uns nicht so wichtig. Eine bestimmte Reservearmee an Arbeitslosen ist ja ganz praktisch. Damit können wir im Zweifelsfall die Löhne drücken. Und deswegen haben wir so eine hohe Arbeitslosigkeit. Wenn man weiterhin die Wirtschaftspolitik gemacht hätte, die ein Konrad Adenauer oder ein Willy Brandt oder ein Ludwig Erhard gemacht haben, dann hätten wir heute dieses Problem mit Arbeitslosigkeit und Millionen Leuten, die Bürgergeld beziehen, überhaupt nicht. Dann hätten wir ein paar hunderttausend Leute, die Bürgergeld beziehen würden und ja, keiner würde sich groß aufregen. Aber so haben wir halt dieses riesige Problem. Aber anstatt etwas gegen die hohe Arbeitslosigkeit zu tun und endlich für höhere gesamtwirtschaftliche Nachfrage zu sorgen, wie gesagt, durch steuerliche Umverteilung, durch höhere staatliche Ausgaben, durch Investitionsprogramme in die Infrastruktur, schimpft man lieber auf die Bürgergeldempfänger. Tatsächlich Dinge gibt, wo man sehr viel mehr Geld für die Öffentlichkeit holen könnte und dass es wirklich auch Kriminalität gibt, die den Steuerzahler in Milliardenhöhe belastet. Das hat ein anderes Ereignis gezeigt, was wir ja jetzt auch beobachten konnten und zu dem ich etwas sagen möchte, nämlich der Rücktritt einer der couragiertesten und mutigsten Staatsanwältinnen in unserem Land, von Frau Brohilker, die auch sehr bekannt ist als Jägerin der Cum-Ex-Betrüger, die auch gegen Herrn Scholz eigentlich ermitteln wollte, unter Druck gesetzt wurde, dass sie das nicht tut. Gegen Herrn Scholz, weil er nun bekanntermaßen immerhin einem Großbetrüger in Cum-Ex-Geschäften dabei helfen wollte, zumindest mutmaßlich. Man kann das ja nicht belegen, aber es ist zumindest sprechend handfeste Indizien dafür, einem Großbetrüger dabei helfen wollte, sein erbeutetes Betrug Geld zu behalten und es zu Lasten des Steuerzahlers in Hamburg in die eigene Tasche zu stecken. Das hat sie dann am Ende nicht durchsetzen können und sie hat jetzt auch zu ihrem Abschied sehr, sehr deutliche Worte gefunden, wo sie der Meinung ist, dass hier wirklich nach wie vor auch der Staat betrogen wird, auch die Cum-Ex-Geschäfte nach wie vor laufen in etwas abgewandelter Form, weil es wenig Kontrollen gibt. Sie hat auch wörtlich gesagt, dass das Prinzip sei, auch gerade bei Finanzkriminellen, dass man eben die Kleinen hängt, aber die Großen lässt man sich freikaufen. Das ist ein richtiger Skandal. Ich meine, bei Cum-Ex und Cum-Cum, das sind ja ähnliche Finanzbetrügereien, reden wir insgesamt über einen Finanzbetrug zulasten des Steuerzahlers von über 30 Milliarden Euro. Das ist also einer der größten Finanzbetrügereien, die es in der gesamten Geschichte der Bundesrepublik gegeben hat. Ja, und es hängt natürlich nicht zuletzt daran, dass die Justiz bei der Aufklärung dieser Betrügereien offensichtlich wenig Rückendeckung von der Politik bekommt. Sogar vielleicht müsste man sagen, das Gegenteil ist der Fall. Sie bekommt Steine in den Weg gelegt. Das ist nicht erstaunlich. Bei einem Kanzler, der selbst in diesen Geschäften verwickelt war und sich jetzt mit Erinnerungslücken rausredet. Bei einem Vielleicht geht Wagenknecht da gleich noch genauer drauf ein, aber da gibt's einen guten Artikel von den Nachdenkseiten zu. Der heißt Schützt den Scholz. Also könnt ihr euch alle angucken, könnt ihr auch hier auf YouTube suchen. Den gibt's eingelesen, könnt ihr euch auch auf Spotify anhören. Und da wird beschrieben, wie die Arbeit von Brohilker schon immer wieder ja demontiert wurde, wie immer wieder versucht wurde, ihr Steine in den Weg zu legen. Und ja, jetzt hat sie anscheinend entnervt aufgegeben. Also das ist schon politisch gewollt, dass da nicht aufgeklärt wird. Und das wird in diesem Nachdenken-Seitenartikel ziemlich gut beschrieben. Ich suche den mal kurz raus.
dem grünen Justizminister, mit dem ja Frau Bohelke auch direkt zu tun hatte, der sie zunächst entmachten wollte, der alles getan hat, um ihr ihre Aufklärungsarbeit zu erschweren, aber auch angesichts eines CDU-Oppositionsführers, der immerhin in Kontrollorganen von Finanzinstituten saß, die sehr wahrscheinlich auch Cum-Ex-Geschäfte gemacht haben. Das heißt, die Politik ist hier tief involviert und das ist natürlich ein Riesenskandal für den Steuerzahler und eigentlich aber auch für den Rechtsstaat. Umso froher bin ich, dass wir als BSW mit einem Spitzenkandidaten Fabio De Masi in den Europawahlkampf ziehen, der nicht zuletzt als Jäger dieser Cum-Ex-Betrüger sich einen Namen gemacht hat, der dort sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet hat und der unter anderem ja auch Herrn Scholz angezeigt hat in Hamburg, allerdings dort auf eine Staatsanwaltschaft getroffen ist, die erkennbar wenig Interesse an der Aufklärung hatte. Deswegen Ja, absolut, absolut. Ich habe den Artikel von den Nachdenkseiten nochmal rausgesucht. Hier, schützt den Scholz, wie Deutschlands oberste Cum-Ex-Jägerin abserviert werden soll. Den hatten wir uns damals im Stream auch schon angehört, aber verlinken wir hier nochmal. Und der sei an dieser Stelle wirklich jedem empfohlen. Vielleicht packe ich auch in die Videobeschreibung, dass jeder da draufklicken kann. Da wird, hat leider nur 10.000 Aufrufe, aber da wird minutiös nachvollzogen, wie die Arbeit von Bohelke hier demontiert wurde. Wie man versucht hat, eine Aufklärung zu verhindern. Und jetzt ist sie, wie gesagt, zurückgetreten, weil sie davon anscheinend genug hatte. Unterstützen wir auch sehr, dass es einen Untersuchungsausschuss zu diesem Thema gibt. Und ich denke, der Rücktritt von Frau Bohelke hat hier noch einmal die Notwendigkeit, Licht in dieses Dickicht zu bringen, sehr, sehr deutlich gezeigt. Und selbstverständlich wünschen wir Frau Bohelke in ihrer neuen Tätigkeit alles Gute und viel Erfolg in der Aufklärung dieser Geschäfte und dieser Praktiken und eine weiterhin laute öffentliche Stimme. Ich möchte auch noch etwas sagen zu den Vereinigten Staaten, zu der Bewilligung der Finanzhilfen, der Rüstungs- und Waffenhilfen für die Ukraine. 61 Milliarden Dollar sind dort jetzt freigegeben worden. Das hat zu einem großen Jubelgeschrei in der deutschen Presse geführt. Man muss natürlich sagen, das ist nicht das erste Finanzpaket, es sind nicht die ersten Waffenlieferungen. Trotzdem ist die Ukraine im letzten Jahr in diesem Krieg immer mehr in die Defensive geraten. Die Defensive begann ja nicht erst, als die Waffenhilfen stockten. Und Militärexperten weisen immer wieder darauf hin, dass jetzt gerade auch das Problem besteht, dass der Ukraine nicht nur die Waffen ausgehen, sondern vor allem die Soldaten ausgehen, weil die Menschen einfach nicht mehr bereit sind, sich in diesem sinnlosen Krieg verheizen zu lassen. Über 600.000 junge Männer sind innerhalb der EU, sind also geflohen, damit sie nicht eingezogen werden. Und daran wird auch dieses Waffenpaket nichts ändern. Es verlängert das Sterben. Und ganz nebenbei wundere ich mich auch, dass das niemand in Deutschland thematisiert hat. Diese Waffenhilfen sind zu einem erheblichen Teil per Kredit erteilt worden. Das heißt, bezahlt wird es nicht von den amerikanischen Steuerzahlern. Es wird sicherlich auch nicht von den Ukrainerinnen und Ukrainern oder von Zelensky bezahlt, auch wenn Zelensky doch offensichtlich mehrere Millionen in irgendwelchen Steueroasen gebunkert hat, sondern der... Natürlich werden wir Europäer da einen großen Teil von zahlen müssen, aber das ist doch eine klare Strategie. Man legt den Würgegriff um die Ukraine, den Würgegriff immer enger. Also die Ukraine war ja vorher schon bei westlichen Finanzinstitutionen, IWF, Weltbank, hoch verschuldet. Und wenn jetzt noch zusätzliche Schulden dazukommen, die Ukraine auch wird zurückzahlen müssen, dann sieht die Lage noch katastrophaler für das Land aus. Also dann wird da nie wieder eine Regierung an die Macht kommen, die irgendwie nicht auf jedem Befehl aus Washington sofort springen muss. Also das ist doch völlig klar. Die USA versuchen die Ukraine hier gezielt noch abhängiger zu machen, den wirtschaftlichen Bürgergriff, um die Ukraine noch enger zu legen. So, das ist ja auch eine Strategie, die westliche Finanzinstitutionen immer wieder gefahren haben. Das hat man in Griechenland gemacht, das hat man in Argentinien gemacht, das macht der IWF eigentlich in jedem Land, dem er Kredite gibt. Er versucht, dieses Land immer tiefer in die Schuldenfalle zu locken. Und genau so macht man das jetzt in der Ukraine, deren Situation man ja komplett schamlos ausnutzen kann. Ich meine, man hat alles dafür getan, dass dieser Krieg jetzt möglichst noch Jahre weitergeht und entsprechend kann man die Ukraine jetzt militärisch, wirtschaftlich noch tiefer in den westlichen Block ziehen, als man sich's vorher erträumt hatte.
Der ukrainische Staatshaushalt und damit wahrscheinlich dann auch am Ende diese Waffenhilfen wird ja aktuell zu großen Teilen von der Europäischen Union finanziert, nicht zuletzt von Deutschland. Wir zahlen ja auch bei den Europamitteln etwa 20%. Die EU ist größter Geldgeber der Ukraine. Nur die EU, nicht mal die einzelnen europäischen Länder, sondern nur die EU vor den USA. Das sollte man an der Stelle vielleicht mal erwähnen. Also das ist doch auch bemerkenswert, dass also wir hier ein Waffenpaket bejubeln, was wir am Ende zu erheblichen Teilen bezahlen müssen. Ein Waffenpaket, das nur zu noch mehr Tod und Leid führen wird und sicherlich nicht dazu, dass dieser Krieg beendet werden kann. Trotzdem jubelt auch Herr Habeck, dass man jetzt auch in Deutschland die Rüstungsproduktion hoch. Er schreibt es gerade im Chat, nur die EU, also Deutschland, ja zu einem Viertel Deutschland ungefähr oder zu einem Drittel. Ich weiß nicht genau, wie der deutsche Anteil am EU-Haushalt ist, aber der bewegt sich in der Größenordnung, ein Viertel, ein Drittel ungefähr in der Größenordnung bewegt sich das, was ja völlig logisch ist angesichts Deutschlands wirtschaftlicher Stärke. Wir sind das bevölkerungsreichste und mit Abstand wirtschaftsstärkste Land in der EU. Entsprechend zahlen wir die höchsten Beiträge. Also, ja. Ja, aber darüber wird gar nicht so groß diskutiert. Also wenn aus dem Bundeshaushalt Ukraine-Hilfen fließen, dann gibt es ja wenigstens noch mal am Rande eine kleine Diskussion, ob das jetzt sein muss, dass man 8 Milliarden an dieses korrupte Regime da gibt und die Kindergrundsicherung nur 2 Milliarden bekommt und der Großteil davon für irgendwelche schwachsinnigen Verwaltungsposten draufgeht. Aber bei den Mitteln aus dem EU-Haushalt, da gibt es überhaupt keine Debatte drüber. Also da zeigt sich mal wieder, wie die EU zu einem Mittel der Entdemokratisierung wird. Also wenn es keine Debatte in der Öffentlichkeit darüber gibt, dann gibt es auch logischerweise wenig demokratische Handhabe auf die riesigen Summen, die da von der EU an die Ukraine fließen. Hochskalieren müsse und um ähnlich also auch waffenlieferfähig zu werden, Abstieg der Wirtschaft und gleichzeitiges Hochfahren der Rüstungsproduktion, so sieht also geniale grüne Wirtschaftspolitik aus. Das SIPRI-Institut hat ja jetzt erschreckende Zahlen veröffentlicht dazu, wie weltweit die Summen immer mehr angestiegen sind, die verausgabt werden für Waffen und für Rüstung. Es ist ein Rekord, es wird mehr ausgegeben als je zuvor. Und interessant ist, während uns immer gesagt wird, ja, wir müssen ja auch aufrüsten, weil China und Russland aufrüsten. Es stimmt, auch diese Länder haben massiv ihre Rüstungsausgaben erhöht. Das ändert aber nichts daran, dass von dieser Riesensumme über 2.000 Milliarden weltweit, die für Rüstung ausgegeben werden, dass gut 2/3 davon von den westlichen Ländern ausgegeben werden. Also die westliche Welt finanziert 2/3 dieser hohen Rüstungsausgaben. Und erstmal das und zum anderen, wieso rüsten China und Russland denn auf? Also Russland hat ja die letzten 10 Jahre vor Beginn des Ukraine-Krieges sogar eher abgerüstet. Also Russland hat seine Militärausgaben gesenkt, jetzt einen großen Krieg zu führen, und in einem großen Krieg steigen logischerweise erstmal die Militärausgaben. Das ist das Normalste von der Welt, wenn man Krieg führt, dass man da mehr Geld fürs Militär ausgibt. Und China, wieso rüstet China auf? Könnte das damit zusammenhängen, dass es erstmal von amerikanischen Militärbasen umzingelt ist und zweitens andauernd von den USA mit Krieg bedroht wird? Könnte es einen Zusammenhang geben? Also ich, nur mal so zu den Fakten, China hat seit 1979 keinen Krieg mehr mit irgendeinem anderen Land geführt. Könnt ja mal all die Kriege zählen, die die USA in der Zwischenzeit schon geführt haben. Also man könnte mit China und mit Russland sicherlich zu internationalen Abrüstungsvereinbarungen kommen, wenn man das wollte. Aber der Westen hat ja zahlreiche Abrüstungsverträge in der Vergangenheit, den INF-Vertrag, das Open Skies-Abkommen aufgekündigt. Also das ist ja nichts Neues. Also ja, wenn man Abrüstung wollte, dann würde man sie wahrscheinlich auch bekommen. Wagenknecht hat es gerade gesagt. Und dann müsste man vielleicht selber erstmal damit anfangen. Allein die USA übrigens 900 Milliarden, im Vergleich dazu Russland gut 100 Milliarden. Deutschland steigt auf in der Skala, das ist das Einzige, wo wir aufsteigen. Also als Wirtschaftsnation fallen wir eher ab, aber als Rüstungsproduzent und auch künftig wahrscheinlich Rüstungsexporteur, da werden wir immer größer. Wir sind jetzt also auf dem besten Weg, der 5. größte Rüstungsproduzent in der Welt zu werden oder 5. größte Rüstungsfinanzier der Welt zu werden. Ja, das ist halt die Skala, die offenbar für die Ampel Relevanz hat, für die Menschen in diesem Land ganz sicherlich nicht. Erlebe dein grünes Wirtschaftswunder.
Also ich glaube, wenn man den grünen Wählern vor der letzten Wahl gesagt hätte, dein grünes Wirtschaftswunder bedeutet, eure Reallöhne sinken um 5%, die Rüstungsproduktion steigt dafür aber exorbitant an, während die Gesamtwirtschaft immer weiter absteigt und unser Land sich deindustrialisiert. Ich weiß nicht, ob die dann wirklich die Grünen gewählt hätten. Einen letzten Punkt möchte ich gern noch ansprechen, weil mir das am Herzen liegt. Und das ist der Nahe Osten, das ist der Krieg in Israel, der Krieg im Gazastreifen. Eine Bodenoffensive auf Rafah rückt immer näher. Und hier muss man sagen, das wäre ein erneutes Kriegsverbrechen, denn es würde noch einmal in unglaublicher Größenordnung Zivilisten, Frauen und Kinder das Leben kosten. Wir als BSW sagen ganz klar, das hat mit einer legitimen Selbstverteidigung Israels nichts mehr zu tun. Und es ist wirklich unerträglich, dass Deutschland nach wie vor hier auch Waffen liefert in diesen Krieg. Und insoweit muss das endlich ein Ende haben. Wir haben auch zwischendurch gesehen, alle hatten große Sorge und die ist ja auch nicht gebannt, die Gefahr, dass der Krieg sich insgesamt ausweitet, auch mit dem Konflikt mit dem Iran. Und insoweit auch für diesen Krieg gilt, es muss endlich verhandelt werden. Es müssen die Interessen aller Seiten berücksichtigt werden, auch die Interessen der Palästinenser, die furchtbar leiden, die in den letzten Monaten wirklich in Größenordnungen an Zivilisten, wo in Größenordnung Zivilisten getötet wurden, wie es unerträglich ist. Und wir sagen auch, dass dieser Krieg, er muss endlich enden und es darf keine weiteren Waffenlieferungen in diesen Krieg geben, weil dadurch sind wir mitschuldig und mitverantwortlich an Kriegsverbrechen. Auch das ist etwas, was wir nicht hinnehmen möchten. Und das möchte ich an der Stelle noch ergänzen, keine weiteren Geldzahlungen an die israelische Regierung. Also der israelische Staatshaushalt, der finanziert sich zu einem relevanten Teil aus westlichen Subsidien. Deutschland sagen, kein Geld, keine Waffen. Genauso wie in der Ukraine. Da ist die Haltung des BSW ja auch kein Geld, keine Waffen. Zumindest solange dieser Krieg läuft. Also keine Waffenlieferung in Kriegsgebiete ist ja sowieso die Forderung. Und eine Regierung, die diesen Krieg immer weiterführt, auch entgegen deutscher Interessen. Also wenn aus der Ukraine jetzt noch ein paar hunderttausend oder Millionen Menschen fliehen, ist das nicht in deutschem Interesse. Also jetzt mal wirklich gar nicht mal auf der moralischen Ebene. Wenn aus Palästina jetzt 2 Millionen Menschen aus Gaza nach Europa fliehen, also die werden nicht alle nach Europa fliehen, sagen wir, da fliehen ein paar hunderttausend nach Europa, dann ist das nicht in deutschem Interesse. Also man muss ja gar nicht mal auf der moralischen Ebene argumentieren. Man kann ja einfach fragen, ist es in deutschem Interesse, dass Israel da so viele Zivilisten umbringt beziehungsweise in die Flucht treiben will. Und nein, das ist nicht in deutschem Interesse. Ganz und gar nicht. In deutschem Interesse wäre eine Deeskalation. Entsprechend sollten wir die israelische Regierung auch nicht mit zusätzlichen Geldmitteln unterstützen und erst recht keine Waffen liefern. Das nochmal zum Abschluss. War ein gutes Pressestatement von Sarah Wagenknecht. Hat wirklich in einer Viertelstunde alle wichtigen Themen der Woche angesprochen. Also wirklich stark, wirklich gut. Nochmal, also nach diesem traurigen Thema Nahost ist das jetzt immer ein bisschen blöd, da zu was Belangloserem zu springen, aber in der PR-Arbeit. Das BSW könnte dieses Ganze, also diese ganzen einzelnen Punkte jetzt, also Nahost, Ukraine, Steuerpolitik, Rente, die in diesem Pressestatement vorkamen, einzeln klippen und dann beispielsweise in Form von Shorts hochladen. Also nur mal so als Idee oder Leute, die das BSW unterstützen wollen. Also die könnten das auch machen. Also es braucht mehr linke Shorts-Kanäle. Wie gesagt, Sarah Wagenknecht hat hier in kürzester Zeit sehr viele relevante Sachen gesagt. Also die könnte man alle in Shorts packen und dann hier auf YouTube, auf TikTok und auf Instagram hochladen. So, wenn man jetzt mal PR-mäßig zum Schluss noch so ein kleiner Tipp. Wie gesagt, passt jetzt nicht so richtig nach diesem harten Thema Nahost, das hier zuletzt kam, aber das jetzt nochmal zum Schluss die Anmerkung, hätte ich vielleicht am Beginn machen sollen.